So, hi, ups, da seid ihr ja. Heute erwischt ihr mich beim Angeln. Und zwar nicht von Fischen, sondern von meinem Hund. Was ich in der Hand habe, ist eine sogenannte Reizangel, die man nutzen kann und sehr effektiv zum Einsatz bringen kann beim sogenannten Anti-Jagd-Training. Anti-Jagd-Training ist zwar so eine negative Bezeichnung, Anti-WG, ja? Aber eigentlich werden dabei im Prinzip der Hund nicht irgendwie unterdrückt. Kimi, komm mal her. Das heißt, sein Beutefangverhalten gar nicht in irgendeiner Art und Weise gehemmt, sondern eigentlich umgelenkt. Der Hund soll eigentlich beim Anti-Jagd-Training nur lernen, dass er gemeinsam mit mir als ein Mensch Jagderfolg haben soll und haben wird. Und somit gilt es hier eigentlich erst einmal, Negativerfahrungen sammeln zu lassen. Das bedeutet, dass hier vorne an dieser Reizangel ein Dummy befestigt ist, der den Hund entsprechend reizen soll, zuzugreifen. Er bekommt dafür aber keinen Fahrplan von mir, er bekommt keine Erklärungen, sondern er soll im Prinzip lernen, dass er auf diesen Reiz zu reagieren nicht mit Erfolg gekrönt ist. Erst auf mein Freizeichen bekommt er letztendlich dann die Möglichkeit, diesen Dummy zu greifen. Dieser Dummy ist hier auch noch hohl. Kimi! Der ist hier auch noch hohl, wo im Anschluss dann letztendlich eine Belohnung entsprechend zu erwarten ist. Hier also in der ersten Phase kein Erfolg. Jetzt gebe ich dem Hund mal einfach Erfolg. Kimi. Fein gemacht. Super, 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 super. So, wir nehmen, tauschen und gehen jetzt sozusagen wieder in die Aktion, überprüfen mal, ob die Kimi jetzt schon gelernt hat, dass die alleinige Entscheidung, Richtung Dummy zu gehen, noch geprägt ist, um letztendlich erfolgreich an diesen Dummy zu kommen. So, ihr seht jetzt schon, dass Kimi quasi es einmal zwar versucht, der Misserfolg dann aber dazu führt, dass sie im Prinzip keine weitere Energie verschwendet, um an diesen Dummy zu bekommen. Mein Signal hingegen, greift sie zu. Was also Kimi jetzt lernt, ist auch beim Kaninchen, was in der, im Wald gegebenenfalls von uns wegläuft, die Energie nicht aufzubringen, hinterher zu rennen, sondern auf mein Freizeichen zu warten. Und jetzt kann ich das im Alltag mit meinem Hund entsprechend manövrieren und ihm entsprechend signalisieren, hier jagen wir, da jagen wir halt nicht. In diesem Sinne, Fragen zur Reizangel, meldet euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Das hier ist jetzt eine handelsübliche Angel. Ihr könnt auch eine aus dem Angelshop nehmen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Kein Hund auf dieser Welt braucht das Sitzen lernen oder das Hinlegen lernen. Das kann er nämlich schon. Das, was er eigentlich lernen soll, ist, in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Signal genau diese Verhaltensweisen zu zeigen. Und genau darum geht es. Der Hund mit allen vier Pfoten eurer Hand gefolgt, auf der Decke sich befindet, gebt ihr das Hörzeichen, was zukünftig für das Betreten dieses Ortes stehen soll.